Jo, und hallo, da sind wir mal wieder zu einer Folge von Need for Speed No Limits. Und ich denke, man hört schon, dass ich ein bisschen krank bin. Deshalb, ja, ab und zu Nase, Rotze, Huste und alles Mögliche. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Oh ja, hatte halt mal wieder drauf Bock, es zu zocken. Und ich finde scheiße, wenn man zwischendrin zockt und dann erst wieder aufnimmt. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mit auf. So, mal sehen, was uns heute so erwartet. Oh, unbedingt. Oha. Erstmal zu den Laderampen die Kisten wieder abholen. Die goldene Kiste. Und dann zum Racer-Event. 3 Tage. Neue Gelina-Wagen. Boah, ein schicker BMW. Nice. Der BMW M4 F82 von Razer. Ich weiß nicht, wer es noch kennt vom alten Need for Speed Most Wanted. Da hat man den ja auch gefahren. Man munkelt, dass Razer dieser Dreckskerl aus Rockport Black Ridge aufmischt und auf eine Challenge aus ist. Ich glaube nicht, dass irgendjemand außerhalb von Black Ridge es mit einer unserer Crews aufnehmen kann. Wie gut kann dieser Racer schon sein? Ich habe nur Gerüchte gehört, dass sein Mustang GT ein Biest sein soll. Hey, kannst du mich hören? Hier ist Officer Rivera vom Black Ridge DPD. Das ist eine gesicherte Verbindung. Können jetzt, hast du diesen BMW gefunden, den ich für dich abgestellt habe? Ich mache dir ein Angebot, bissige Racer, und du kannst ihn behalten. Racer kann nicht in Blackwood bleiben, wenn du ihn mit seinem sichergestellten Fahrzeug schlägst. Er wird abhauen. Na, dann machen wir das doch gleich mal. Wir haben halt maximal diese 5 Tickets pro, weiß nicht wie viele Stunden, bis es wieder aufgeladen hat. Mal sehen, ob wir diesmal weiterkommen wie bei Snoop Dogg. Ich finde diese Events cool. Ist ab und zu mal was anderes. Alter Schwede, sieht ja geil aus. Royce hat eine Ford-Geschichte mit so einem BMW und er wird sich freuen, dich damit zu sehen. Royce ist ein Monster, er legt Städte in Schutt und Asche und wir brauchen jemanden, der ihm die Hölle heiß macht. Nun, habt ihr doch gerade jemanden gefunden? Das mache ich doch glatt für euch. Bam! Hey, was ist das für ein geiles Auto, Alter? Alter, da fliegt man ja überall dagegen. Alter, der ist ja viel zu schnell. Was zum Geier war das denn? Scheiße, ist das Auto geil. Ja gut, so, wir haben dich ausgewählt, weil wir wissen, dass du keine Angst hast, für den Sieg auch mal die Regeln zu umfahren. Okay. Ich gehe mal nach Regeln gefahren, außer wenn ich schalten muss. Okay. Die Antriebswelle können wir doch bestimmt gleich einbauen. Nö, können wir nicht, schade. Zeitfahren. Gegen einen, weiß ich, Subaru irgendwas. Alter, ich hasse krank zu sein.
schon mal erwähnt. Ich bin bei der Polizei in Blackridge, aber ich habe in Rockport gearbeitet. Über meine Connections in Rockport bekomme ich spezielle Leistungsteile, damit können wir Racer ausschalten. Okay. Boah, die Musik ist geil. Ich hoffe, die wird nicht zensiert. Boah, geil. Netter Sieg, Zeit für den ersten Leistungsteil. Wow, ja, wird auch Zeit, würde ich sagen. Ein Rockport Prototyp Turbo. Geil. Ui. Gut. Dann gucken wir mal, was wir da so machen können. Ah, jetzt. Im Menü wird neuerdings nicht mehr interessant. Rockport Boost. Directly upgraden. So, gratis. Sehr gut. Und das Rockport Getriever für 1 eingebaut. Nicht schlecht. Dann geht's gleich mal weiter, würde ich sagen. Mit Event 3 Nitro Rush. Alter, da dreh ich doch durch mit dem Wagen bei Nitro Rush. Scheiße. Oha. Kamera-Akku sagt noch 2 Striche. Ich finde das Auto so geil. Racer wird durchdrehen, wenn er sieht, dass du diesen BMW M4 fährst. Er sagte mal, dass er mit so einem Wagen die Straße der König ist. Nein, der König der Straße ist. Dann rushen wir mal das Nitro, würde ich sagen. Das ist fast. Alter, über 300. Der ist geilste Nitro der Welt, Mann. Alter Scheiße, war das geil. Oh mein Gott. Das fetzt richtig. Mit diesem Wagen kannst du Racer schlagen und ihn aus Blackridge vertreiben, weil er sich schämt. Aber zuerst müssen wir weit gewinnen, damit wir beweisen können, dass wir gut genug sind, um das Racer aufzunehmen. Aufhängungen, okay. Erstmal upgraden. Und zwar nehmen wir den Motor. So. Kapitel 1 waren wir und Event 4. Und los geht's mit Jäger. Das war doch, glaube ich, das, wo ich den anderen einholen muss, oder? Es regnet hier. Racer ist hier, ist hier. Hallo, Blackridge. Sehen wir nicht gut aus an diesem schönen Tag? Falls du nicht weißt, wer ich bin, mein Name ist Racer und ich bin der Untergrund-King der Streetway-Szene. Das ist er, das ist Racer. Wir müssen weiter rennen gewinnen, damit wir gegen ihn antreten dürfen.
Remake Kontakt schickt mir ein Leistungsteil rüber, wenn wir diesen Rennen gewinnen können. Ja, mein Deutsch ist auch für den Arsch heute. Und tschüss. Es fetzt sich halt mal echt richtig geil. Und die Musik fetzt, muss ich sagen. Da würde ich gern länger für ein Rennen brauchen, aber naja. Na schön, du hast gewonnen. Holen wir dir dein Leistungsteil. Ja. Wenn das immer im Leben so einfach wäre. Gleich mal besser als Nitro. Obwohl die Teile doch schon so alle geil sind. Directly einbauen. Ich wollte den Prototyp Nitro einbauen. So, installieren, kostenlos. Gratis, wollte ich sagen. Kostenlos, umsonst, gratis. Da streitet man sich drum, was da was bedeutet. Und Event 5. Waschauer. Ja, weil da so viel Verkehr sein wird. Das ist der Wahnsinn. Los jetzt. Aber jetzt sag ich. Das hier ist mein neuer. Er hat eine Menge Potenzial und wird es aus. Blablabla. Potenzial und wird aus Blackridge möchte gerne ein Kleinholz machen. Er fährt zwar nicht mehr meinen Custom Mustang GT, aber er hat trotzdem einen ziemlich coolen Wagen am Start. Hältst du dich für gut genug, Schätzchen? Nimmst du die Herausforderung an? Ja. Ich bin dabei, Razor. Es war richtig von dir, mich nach Blackwood zu bringen. Die Stadt gehört mir. Okay, das ist der erste Fahrer seiner Crew. Wir müssen gewinnen, wenn wir eine Chance haben wollen, gegen Razor zu fahren. Dann lassen wir es mal krachen, würde ich sagen. Und tschüss. Und vorbeigedriftet. Ganz klarer Fall von Sieg, würde ich sagen. Einer weniger, es läuft alles nach Plan. Machen wir weiter, um Razor zu stoppen. Er darf nicht in Blackridge bleiben. Das gäbe ein Chaos auf den Straßen. Prototypen-Rückplatte. Gut. Dann bauen wir die auch gleich mal ein. Wenn es denn geladen hat. Oh, Kapitelbelohnung gibt es ja auch noch. 20 Gold. Ja, jetzt haben wir keine Tickets mehr zum Fahren. Deswegen erstmal einbauen. So, Belohnung abholen. Dann gehen wir auf die Karte. Oh, es gibt schon wieder eine Kiste. Geil. Street Motor. Okay, den können wir auch gleich einbauen. In unseren kleinen Ford Fiesta ST. Directly einbauen.
Oh, noch eine Kiste. Ach stimmt, wir haben ja das Limited-Kisten von Razer. Fangen wir gleich mal an. Prototypen-Relais. Das können wir auch gleich einbauen. Das geht ja richtig fett ab. Nehmen wir das hier, da fehlt uns nur eine Sicherung, um den abzugraden. Den, ja, das Getriebe. So. Dann würde ich sagen, fahren wir zum Untergrund. Und machen da einfach mal weiter. Mit unserem Golf GTI. Lassen wir es fetzen. Wow, Alter. Ich will auch haben. Mein Lieblingsanfänger, du bist schnell groß geworden und unabhängig und so. Ich habe seit unserer letzten Rennen meinen Wagen gearbeitet. Glaubst du, du kannst mithalten? Ach, denkst du, ich habe nicht dran gearbeitet? Hä? Nur weil er normal aussieht. Wow, geh weg, Bulle. Ah, verpiss dich, Alter. Ich hab die alle eingeholt, trotz Boxereien und allem. Nicht schlecht. Hallo, was macht das denn? Es ist geil, wie man hier alles auf einmal machen kann. Wow. Was war das denn? Ich bin auf den Bulle gesprungen, Mann. Ich kann mit einem Anfänger, dessen eine Rolle nicht spielt, nichts anfangen. Du musst aufhören, mich zu besiegen. Haha, hätte ich wohl gern. Nimm mir die Eifersucht nicht übel, ist ein Nebenprodukt des Erfolgs. Ich sollte es wissen, oder? Du hast schnell Fortschritte gemacht für einen, der keine Teile von mir gekauft hat. Was ist dein Geheimnis, Talent? Hahaha. Ich kann's halt. Drucklager. Die Belohnung abholen und dann schnell in den Tuning Shop und das Teil in mein geiles Auto einbauen. Turbolader. So, zwei Teile, die wir haben dafür. Einen Rennen fahren wir noch, würde ich sagen. Oh, Nitro Rush. Und dann war es das auch wieder für jetzt erstmal. Dann lassen wir es fetzen. Gib ihm! Wow, die Kurve war zu schnell. Ganz klarer Fall von... Ah, zwischendurch gefahren. Gib ihm! Jawohl! Jo, 11 Sekunden schneller gewesen, trotzdem noch. Sehr gut. Eine Klammer. Mal sehen, wo wir die reinballern können. Upgraden. Oh, die kriegen wir nur da rein. Was ist da los, Mann?
Dann was da rein. So. Ganz genau. Und dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Wir hören uns wahrscheinlich noch mal später. Ich mache noch mehr heute, denke ich. Und ich wünsche euch noch viel Spaß beim was auch immer, was ihr tut. Und tschüdelü.